Hey, herzlich willkommen in der Fahrerkabine. Ich bin Nico. Bin Joachim. Und wir zeigen euch heute die Kniffe und Tricks zu unserem genialen Taschenprodukt, unser Universalbag. So, und dann steht jetzt vor uns hier ein Diamondback DB Access, ein wunderschönes Mountainbike aus den 90er Jahren, aus unserer Sammlung. Joachim, erklär uns gerne ein paar Details, was du jetzt machst, damit unsere Montagefreunde da draußen es selber machen können. Ja, also die erste ist die Entscheidung, wo mache ich sie hin? In dem Fall habe ich die Möglichkeit, entweder an den Rahmengewinden am Unterrohr oder am Sattelrohr festzumachen. Die würde also so sitzen oder so. Und weil es hier ein bisschen eng ist, der Rahmen sehr klein, habe ich mich für die Montage auf dem Unterrohr entschieden. Deswegen erstmal kommen hier die Schrauben raus. Also Schrauben lösen. Die Schrauben nehme ich nicht. Ich nehme die Schrauben, die dabei sind. Flachkopf gibt keine Kratzer, wenn man Sachen reinsteckt. So, die kommen weg. Die Unterlegscheiben nehme ich noch. Und jetzt habe ich hier die Tasche. Die muss hier rauf. Und um die anzuschrauben, nehme ich die Mini-Ratsche mit dem Torx und gehe mit der Hand rein. Und wenn jemand sehr große Hände haben sollte und da nicht reinkommt, dann bietet es sich an, mal in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis zu gucken, ob man nicht jemanden mit kleinen Händen findet und sich dann anderweitig revanchieren kann. Also vielleicht geht man auch, wenn man keine Verwandtschaft hat, einfach mal ganz freundlich in die nächste Musikschule um die Ecke und guckt, welche Pianisten aktuell frei sind. Richtig. Die gerade nicht gebucht sind. Also man kann den Trick machen, einfach nur mit dem Bit zum Beispiel am Anfang. Den ansetzen, auf die Schraube rauf, die Schraube auf das Gewinde und dann andrehen. Weil nur zum Festziehen brauche ich die Ratsche und nicht zum ersten Fixieren. So, hier, jetzt habe ich die erste schon drin und die zweite. Die Tasche ist jetzt vorgeschraubt. Im nächsten Schritt nehme ich jetzt die Mini-Ratsche und mache noch die letzten Umdrehungen und ziehe sie fest. Jetzt noch die andere Schraube und dann ist die Sache erledigt. Genau, die untere muss ein bisschen tiefer rein, bei der oberen geht es besser. So, es ratscht wieder. Dafür ist die Mini-Ratsche. Goldstaubwert tatsächlich. Goldstaubwert, ja. Also falls ihr der Überlegung seid, in diesem Anbauprozess einfach nur einen normalen Imbus zu nehmen und die am Rad vorhandenen Schrauben an den Getränkehalter lösen, davon würden wir tatsächlich abraten, weil man dann halt relativ schnell den Spaß verliert, weil diese, man hört es hier, diese feine Verzahnung dieser Mini-Ratsche bringt halt den tatsächlich einen Effekt, um die Tasche vernünftig montieren zu können. Genau. Und wenn man sie einmal montiert hat, ist sie ja einfach total sinnvoll dran. Also kann man nichts verkehrt machen. Da sitzt sie. Da sitzt sie. So, und dann kann man sie oben zuwickeln in einer vielfachen, einfachen, hast du irgendeine Wickelempfehlung in dem Fall? Ja, einmal reicht schon, ja. Weil es ist ja hier ein Regenschutz von oben, mehr passiert da nicht. Dann ist sie jetzt so zu. Man kann natürlich auch, wenn man eine Kette transportiert und das Klappern verhindern möchte oder ein bisschen weiter runter falten möchte, wickelt man zwei-, dreimal. Ihr seht, die Tasche ist echt genial, was das angeht. Und es ist ein absolut sinnvolles Produkt, was einfach an jedes Rad passt. Einfach zu montieren, wenn man, wie ich finde, sich das richtige Werkzeug bereitlegt. Aber das ist wie so oft im Leben. Mit dem richtigen Werkzeug gehen viele Dinge einfach viel besser. Und in dem Sinne würde ich sagen, habt ihr einen guten Nachmittag, viel Spaß beim Radfahren. Ja, und wir sind raus. Danke. Ciao.